An Megan Reed von Cassandra Reed. Ruf mich an. Megan, Schatz, warum gehst du nicht ans Telefon? Ich hab's bei dir zu Hause und im Büro versucht. Ich hab der Dame am Empfang bestimmt eine Million Nachrichten hinterlassen. Cindy, nicht wahr? Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Als du mit Adam zusammen warst, wusste ich wenigstens, dass er dafür sorgt, dass du genug isst. Hast du vielleicht einen neuen Mann gefunden, der sich um dich kümmert, oder vergräbst du dich wieder mal in Arbeit? Wie die Mutter, so die Tochter. Was? Aber im Ernst, ruf mich im Labor an. Ich will nur wissen, ob du okay bist. Mama. Aus dem kleinen Schnipsel erfährt man dann auch gleich, dass unsere Hauptfigur hier Adam und die Megan, Frau Dr. Reed, dass die mal zusammen waren. Hier eine E-Mail vom Chef. Eigentlich ist es ja total unverschämt, dass ich ihre E-Mails lese. Von David Seraf an Megan Reed. Antwort Washington. Wie gesagt, Megan, vor solchen Fragen sind Sie gesetzlich geschützt. Firmengeheimnis, ärztliche Schweigepflicht, suchen Sie sich was aus. Sie haben Denzel und die Rechtsabteilung im Rücken. Sobald Sie Fragen stellen, ist er zur Stelle. Halten Sie sich nur an die Forschung, dann passiert Ihnen nichts. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. David, ich habe Angst. Was, wenn Sie mich fragen, woher ich die erste Probe hatte? Was, wenn Sie mich nach Patient X fragen? Ich weiß nicht, was ich dann sagen soll. Aha, Patient X scheint also ein sensibles Thema zu sein. Von Diane Gonzalez an Megan Reed auch eine Antwort. Ihre Anfrage war: Diane, ich habe ein kleines Problem. Die Hundegrippe ist voll und ich habe niemanden, der sich um Kubrick kümmert. Hast du Zeit? Sonst ist Adam immer eingesprungen. Immerhin ist Kubrick auch sein Hund. Aber das war mal. Sag ja, bitte. Er ist so ein süßer Hund. Mac, du bist nur 3 Tage weg, oder? Das dürfte kein Problem sein. Bring einfach die Schlüssel vorbei, bevor du abreist. Aha, ein Hund. Immerhin haben sie keine Kinder, sondern einen Scheidungshund sozusagen. Ein Trennungshund. Hey, hör auf, ja, meine gleich. Von Rebecca an Megan Reed, genetisches Wunder. Hey Megan, ich weiß, Sie hatten einige Fragen zu den Dateien, die ich geschickt habe. Sorry wegen der vielen Diagramme. Aber die Probe war sensationell. Ich bin jetzt noch richtig aufgeregt. Sie können mir vermutlich nicht sagen, woher Sie sie haben, oder? Meine ursprüngliche Analyse lässt sich wie folgt zusammenfassen. Ja, die DNA-Proben sind bemerkenswert. Und wir hatten unglaubliches Glück, den Grund dafür zu finden. Wir haben mit der neuen Chaos-Modell-Genomatrix von VersaLife gearbeitet, die mithilfe der Fraktalmathematik genetische Mutationen analysiert. Sprich, wir haben versucht, anhand der in unseren Mitochondrien gespeicherten Mutationen die Zukunft der menschlichen Evolution zu bestimmen. Da sie die Entwicklung von Eva bis zu unseren Müttern lückenlos abbilden, zeichnen sie eine exakte und universelle Karte unserer genetischen Vergangenheit. Das Interessante daran ist, dass sich ihre Probe mit einem unserer evolutionären Zukunftsmodelle deckt. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der unserer genetischen Entwicklung mindestens einen Schritt voraus ist. Ist Ihnen klar, was das allein für die Medizin bedeuten könnte? Sie halten einen lebenden, atmenden Nobelpreis in den Händen. Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob es sich um einen natürlichen Evolutionssprung handelt oder ob der Fötus während der Schwangerschaft manipuliert wurde. Eines steht jedoch fest: Die Mutter dieser Person hatte keine derartigen Mutationen. Die Mitochondrien lügen nicht. Rebecca. Aha. Also für ihren wissenschaftlichen Durchbruch hat sie anscheinend eine Probe bekommen, von der sie gar nicht genau weiß, wo sie her ist oder das nicht sagen möchte und was irgendwie auch ein kritisches Thema zu sein scheint. Nun gut, dann lassen wir sie nicht länger warten. Bitte, Adam, ich bin schon nervös genug. Und eine Ingame-Grafik-Zwischensequenz. Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Seraph? Gute Frage. Mac. Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf den künstlichen Durchflusszellen. Okay. Aber die verstärkten Neuropeptiden aus dem Padded-Cluster könnten unsere Kalibrierung stören. Stimmt. Sehe ich mir gleich an. Padded-Cluster? Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen... Eric, sie weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nie tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum die Glanzmesswerte abweichen. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Glia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Proteins ist die Ursache. So. Mit einem besseren Zytometer. Könnten wir eine genauere Messung vornehmen, die Ihre Theorie bestätigt? Ich werde mit David darüber reden.
Wenn er es bei Page Industries bestellt, kriegen wir vielleicht einen Kaffeeautomaten dazu. Du machst dir zu viele Gedanken, Adam. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Wir sind nicht alles Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern. Verdammt! Vorsicht, Eddie. Die Kisten sind mehr wert als dein Gehalt. Schon gut, schon gut. Nia, sind sie soweit? Für Washington. Ah, Dr. Reed. Das ist General O'Neill. Dr. Sevchenko sagte mir, Sie machen Fortschritte mit dem Taifun. Ja, vor allem dank Vasili. Wie ich schon sagte, Sir, der Taifun hat ein modifiziertes Kampfchassis, das auch ich benutze. Allerdings habe ich das Design verbessert und verwende als Treibladung für die Stahlkugeln Mikroladungen. Und das Rückstoßproblem? Ist gelöst durch kinetische Ableiterwiderstände. Hier, sehen Sie. Fangen Sie an. Wow. Fertig. Ich muss leider los. Aber Vasili hat alle Details, General. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingern begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ihn. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar. Wohin musst du? Dianes Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Pflanzen um. Hat er die Vase schon geschafft? Ich habe sie weggestellt. Und ich habe den Garten eingezäunt, wie du es immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam, da ist etwas, das... Prima, Titan. Pritchard. Na, alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Hab ich Sie unterbrochen, ja. Jensen? Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie? Oh, Moment. Ich vergaß. Was ein Schmöse. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Word. Und Sie wären überrascht. Hat Sarah Sie auch herbestellt? Athena. Ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht, falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Gentlemen, schön, Sie beide zu sehen. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Das heißt, alle Wissenschaftler werden per implantiertem GPL-Sensor verfolgt. Ich will you, Darrow. Washington an meiner Seite. Der Mann kommt nicht einfach so. Er ist Nobelpreisträger. Die Senatoren lieben ihn, Lyle. Die Anhörungen werden mit ihm viel reibungsloser verlaufen. Morgen ist ein großer Tag für uns. Ist alles vorbereitet? Ja, Sir. Die Capitol Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich Ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie es Ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Udaro je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los? Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Ja, Sir. Also hier in dem Büro habe ich mich schon beim ersten Anspielen ausgiebig umgeguckt. Hier ist nichts Interessantes mehr. Das heißt, wir können gleich in den Fahrstuhl gehen. 0451. Ups. Und rein.
Richard. Wo ist Megan? Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie sich Kontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen. Schnell! Richard. Was es Störungen gibt, haben wir gehört. Los geht's. Jetzt kriegen wir hier ein Tutorial angeboten. Um aktiv zu werden, müssen Sie sich erst einmal bewegen können. Die erste Bewegung, die Sie erlernen sollten, ist das Ducken. So kommen Sie in enge Räume wie Lüftungsschächte und können sich hinter niedrigen Objekten verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Es ist unerlässlich, auf Objekte oder Leitern zu springen, um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Gelegentlich reichen Ducken und Springen nicht. Manchmal muss es einfach nur schnell gehen. Allerdings können Sie immer nur einige Sekunden sprinten. Setzen Sie es also überlegt ein. Okay, Standard-Shooter-Steuerung, WASD, C für Hocken oder Kriechen und die Leertaste zum Springen. Wunderbar. Ganz nett gemacht, die Tutorials. Nicht einfach nur Text, sondern wird schon vorgelesen. Das sieht hier irgendwie nicht gut aus und dem seine Arme stecken auch im Boden. Mehr tote Wissenschaftler. Also ich gehe jetzt relativ flott hier durch, weil ich weiß, dass es hier auch nichts extra zu entdecken gibt. Das ist übrigens kugelsicheres Glas. Das heißt, ich kann hier gar nichts gegen tun. Ich muss quasi mit ansehen, wie dieser Eindringling hier die beiden Wissenschaftler umbringt. Das ist nicht nett. Und noch ein Tutorial. Einige Umgebungsobjekte können aufgehoben und bewegt werden. Das ist doch die Kiste, die da vor mir steht. Schaffen Sie damit Wege zu unzugänglichen Orten oder eine tragbare Deckung bei Feuergefechten. Sie können sie bei Bedarf auch auf Feinde werfen. Alles klar. Das sind ganz schick eingerichtet hier, die Büros. Ach, noch ein Wort zur Grafik. Das ist ja auch in vielen Testberichten besprochen worden, dass die Grafik nicht super up-to-date ist. Aber die Story umso besser. Also ich finde die Grafik gar nicht so schlecht. Ich meine, die ist wirklich nicht hier Crysis 2-mäßig oder irgendwie sowas. Aber die Lichteffekte sind ganz schick, die Schatten sind ganz gut. Ja, ich habe übrigens hier alles auf den höchsten Details und eine Grafikkarte, die quasi DirectX 11 unterstützt. Das heißt, der ein oder andere Teil der Grafik wird etwas besser dargestellt als mit DirectX 9. Zum Beispiel die Gesichter. Der Charaktere, denen man so begegnet, sind etwas feiner ausgearbeitet. So, dann nehmen wir hier die Kiste, wie wir das in dem Filmchen gerade gesehen haben. Und begeben uns hier in den Schacht rein. Wieder ein verwüstetes Büro.